Kennt ihr diesen Typen hier? Das ist Kyle MacDonald. Er hat es geschafft, sich von einer Büroklammer bis hin zu einem Einfamilienhaus zu traden. Ich fand die Idee so cool, dass ich das Ganze unbedingt auch mal ausprobieren wollte. Das Problem, um sowas zu schaffen, muss man rausgehen und mit Menschen reden, wovor ich absolute Angst habe. Aus diesem Grund mache ich das Ganze nicht in Real Life, sondern in Minecraft, um genau zu sein im neuen Projekt Stone Attack. Falls ihr Stone Attack nicht kennt, es ist ähnlich wie Skyblock, nur unter der Erde und es gibt neue Villager. Das Ding ist nur, ich habe bis jetzt relativ selten gespielt und hänge im Vergleich zu den anderen extrem hinterher. Mein Ziel ist es deswegen, mich von einem Cobblestone bis hin zu einem absoluten OP-Schwert zu traden. Ob das Ganze funktioniert hat und welche Items ich mit wem getauscht habe, seht ihr also heute in diesem Video. Lasst gerne jetzt schon mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr glaubt, dass ich das Ganze geschafft habe, und kommentiert auch gerne mal, ob ihr öfter Videos zu Stone Attack sehen wollt. Ach ja, und die Idee habe ich mal wieder eiskalt von Norman geklaut, also guckt auch gerne mal bei ihm vorbei. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Okay Leute, also hier seht ihr jetzt mal meine Base und ihr merkt schon, irgendwie sieht die noch nicht so gut aus. Vor allem, wenn ihr gleich die anderen Bases sehen werdet, also die sind wirklich viel, viel weiter als ich. Und naja, das hier ist mein ganzes Equipment, also ihr merkt, ich habe wirklich gar keine Sachen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ich mir jetzt irgendwie ein gutes Item ertraden kann. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, habe ich übrigens noch keinen Plan, zu welchem Item ich mich hochtraden möchte. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wie weit das Ganze geht und ich hoffe, wir bekommen am Ende was Gutes raus. So, also zuerst brauchen wir natürlich ein Item, mit dem wir reinstarten können. Norman, von dem ich das Ganze geklaut hat, hat ja mit einem Weizensamen angefangen. Aber ich würde sagen, hier in Stone Attack ist Weizen eigentlich relativ selten und deswegen traden wir uns einfach von einem Cobblestone hoch. Weil davon gibt's in der Welt hier auf jeden Fall genug. Und wenn mir irgendjemand was Gutes für ein Cobblestone tradet, dann wäre ich schon sehr überrascht. Na gut, dann würde ich sagen, mache ich mich direkt auf die Suche nach dem ersten, mit dem ich traden kann. Hallo. Oh, hallöchen. Na? Na, alles gut bei dir? Na klar, warte, ich muss hier mal direkt ein bisschen lauter machen hier. Ich habe eine Frage. Ja, du darfst mir gerne fragen. Kennst du das Video von Norman, wo er sich in Craft Attack von einem Samen zum Drachenei hochgetradet hat? Nee. Okay, das ist gut, weil ich habe das auf gar keinen Fall von ihm geklaut. Sehr gut. Finde ich, sollte man auch nein sowas machen. Nein, würde ich niemals machen. Und zwar möchte ich mich nicht mit einem Weizensamen hochtraden, sondern von einem Cobblestone. Oh mein Gott, das ist ja so schlau. Weil Stone Attack, verstehst du? Ja. Es ist stark. Boah, aber und wie machst du das? Naja, da gehe ich zu Leuten hin, wie zum Beispiel zu dir. Ja. Und frag, ob du mir irgendwas Gutes für diesen Cobblestone traden kannst. Irgendwas, was Kleines, was besser ist. Hast du mir einen Cobblestone eigentlich schon gegeben? Noch nicht. Ich will erstmal sehen, was ich dafür bekomme. Nicht, dass du mir den klaust, das ist mein Ein und Alles. Wie wär's mit 5 Kartoffeln? 5 Kartoffeln? Ja. Ah, das klingt fair, das klingt fair, das machen wir. Okay, gescampt. Jojo, das war's mit dem Video. Boah, 5 gebratene Kartoffeln, sogar stark. Natürlich 5 gebratene. Natürlich. Oder gebackene. Natürlich. Ja, danke. Perfekt, das ist eine sehr gute Grundlage. Ich hoffe, damit kann ich weiter traden. Danke dir. Das hoffe ich auch für dich. Weißt du, wo irgendwie noch andere sind, die trade-lustig sind? Mensch, ich ist ein Blitzer und Schlitzer. Wo? Geradeaus. Danke dir. Bitteschön. War sehr schön, mit dir Geschäfte zu machen. Ciao. Okay, Leute, das lief doch richtig gut. Also, ich bin begeistert. Wir haben uns jetzt von einem Cobblestone schon mal zu 5 gebackenen Kartoffeln hochgetradet. Und jetzt mache ich mich auf die Suche nach Blizzor und hoffe, dass der mir vielleicht auch irgendwas gibt. Also, was die hier schon wieder gebaut haben, ist einfach nur geisteskrank. Hallo, will irgendjemand mit mir traden? Ich habe 5 gebackene Kartoffeln. Also, wirklich, es ist so unfassbar groß hier unten. Ich finde doch niemals einen anderen Spieler. Ich habe jetzt schon wieder keine Ahnung, wo ich eigentlich bin. Guten Tag, Stegi. Hi. Guten Tag, Noriax. Ich bin gerade erst aufgestanden. Ich bin bei mir. Guten Morgen, bitte. Guten Morgen, Noriax. Guten Morgen, Gustav. Guten Morgen, Carscrafter. Buenos dias. Hey, was geht? Wie geht's dir, Gustav? Ach, blendend, und euch? Miserabel. Ja, guter Durchschnitt. Vorsicht schon auf 18 Uhr. Du weißt, dass 18 Uhr ist, ne? Natürlich. Was ist 18 Uhr? Die große Shopping. Der Villager wird gekauft. Nein. Doch. Ja, bin ich natürlich dabei. Bist du echt da? Ja, ich versuch's. Da. Ich habe eine andere meinte, das Frage, reicht deswegen so? Eigentlich da bin übrigens. Moment. Und zwar kennt ihr das Video, wo Veto sich von einem Samen zum Drachenei in Craft Attack hochgetradet hat? Und ich habe... Jetzt willst du uns einen Handel anbieten, oder jetzt wie? Jetzt möchte ich euch einen Handel anbieten, denn ich bin schon von einem Cobblestone zu 5 gebackenen Kartoffeln hoch.
und wollt fragen, ob ihr da irgendwas Besseres habt. Weil das sind gute Kartoffeln, die sind bestimmt Bio und alles. Möchtest du 5 gebackene Kartoffeln gegen irgendwas Gutes tauschen? 5 gebackene? Ja. Zum Essen wäre das nicht schlecht. Perfekt. Wie viele Hungerbalken gibt eine Kartoffel? 8 sind gute Kartoffeln. Okay, dann machen wir einen Deal. Du bekommst goldene Karotten dafür. 4 Stück? Machen wir 5. Okay, perfekt. 5. Das klingt nach einem fairen Deal. Dankeschön. Danke, das freut mich. Dann ciao, ciao. Ciao. Boah, moin. Oh, yo. Du hier? Hey, Gustav, was geht? Was geht? Ich habe einen super Deal für dich. Und zwar habe ich hier gerade 5 goldene Karotten gefunden. Und die sind wirklich super gut. Du hast noch nie so gute goldene Karotten gegessen. Möchtest die geben du auch gut Hunger, ne? Unfassbar. 10, 12 Hungerbalken. Möchtest du das mir die gegen irgendwas Besseres traden? Gegen boah, irgendwas? Ich habe hier ein bisschen bereuen. Was da. Ja, wie viele Karotten hast du? 5 Stück. Und auf der ganzen Welt gibt es, glaube ich, nur 8 insgesamt. Also sind Sammlerstücke auch. Also das Einzige, was ich gerade bei mir habe, ist Eisenblöcke. Meinst du, das wäre gut? Das klingt schon gut, das klingt schon gut. Du hast in der Mehrzahl gesprochen? Ich würde dir 6 Stück geben für 6 die 5. 6 Eisenblöcke, das klingt fair. Okay, hier. Boah, danke. Danke. Ja, das war der Deal deines Lebens, vertrau mir. Ich brauchte Essen, ich habe Hunger. Und ich brauchte Eisen. Perfekt, danke. Like das Video. Ich weiß, ob man es gehört hat. Like das Video. Sehr gut. Okay, danke. Yo, Noriax, du hier? Yo, Gustav, was machst gibt's du denn ja hier? Nicht. Das ist ja wirklich ein Ding. Weißt du, ich mache gerade ein Experiment, was ich nicht von Veto geklaut habe. Okay. Und zwar möchte ich mich von einem, was habe ich? Von einem Cobblestone bis hin zu einem ultra krassen Geheim-Item traden. Boah. Und da wollte ich fragen, ob du vielleicht diese 6 Eisenblöcke mit mir traden möchtest gegen irgendwas, was vielleicht ein bisschen besser ist. Ich hätte einen Lava Bucket oder einen Triple Compressed Cobblestone im Angebot. Ein Triple Compressed Cobblestone. Würdest du mir beides geben? 6 ja. Eisenblöcke. Wow. Ja, 6 Eisenblöcke sind schon sehr viel. Da kann ich einen Amboss machen und noch eine halbe Rüstung. Boah, da kannst du alles mitmachen. Das ist Wahnsinn. Das ist richtig. Dann ja, perfekt. Würde ich sagen, wir haben einen Deal. Ja, das danke freut dir. Mich. Dankeschön. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ich dir auch. Ciao. Boah, Leute, das lief ja übergut. Also wir haben jetzt ein Triple Compressed Cobblestone. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut der ist. Also ob man den irgendwie gebrauchen kann, aber wir haben ihn, das ist cool. Und dann haben wir noch einen Lava-Eimer, was, wie Noriax meinte, recht selten sein soll. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das wirklich so selten ist. Moin! Was hab dich gefunden. Hier? Was geht? Alles gut? Was ist Beinert? Ich hab gerade meine Pickaxe verloren. Oh, das kommt perfekt. Ja, was tradest du? Na, ich hab jetzt Triple Compressed Cobblestone und einen Lava-Eimer. Kannst du mir irgendwas Gutes dafür geben? Meinen Brusthaaren nicht geben. Wirklich? Aber der ist halt ein bisschen gedamaged. Das ist egal. Wie sehr gedamaged? Schau es dir an. Ja, ich denke, das ist ein Upgrade. Okay, danke. Okay, perfekt. Viel Spaß damit. Dankeschön. Danke. Tschüssikowski. Ciao. Okay, Leute, ich würde sagen, auch wenn die Brustplatte fast zerstört ist, ist das trotzdem eigentlich ein sehr, sehr guter Trade. Also, keine Ahnung, ich denke, für Hugo hat sich das eigentlich nicht gelohnt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie selten irgendwie dir Sachen hier in Stone Attack überhaupt sind, weil ich spiele einfach viel zu selten. Aber ich würde sagen, mit dieser Brustplatte sind wir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut unterwegs. Und ich würde sagen, ich mache mich direkt mal auf die Suche nach den Nächsten, die mit mir traden wollen. Oh, hallo Gustav. Hallo Urotox. Na, alles gut alles bei dir? Bei dir? Oha, krass. Bei mir ist alles super. Ich mache gerade ein super Experiment. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Deswegen so möchte ich mich von einem Cobblestone zu einem überkrassen OP-Schwert hochtraden. Und ich wollte fragen, ob du irgendwas Sinnvolles hast. Ich stehe aktuell bei dieser Diabrustplatte. Ist das nicht übergut? Oh, okay, das ist schon. Ah, hast du Interesse? Oh, ich merke schon, dir läuft der Sabber darunter. Ja. Ja, da werde ich schon ganz wohl. Ich überlege gerade, was ich dir denn geben kann dafür. Irgendwas krass. Ich bin schon ziemlich weit. Die hat Fire Protection 2 und ist fast kaputt. Ich habe, glaube ich, gerade nichts dabei, aber wie sieht's aus mit einem fast vollen Power 4 Punch 2 Bogen? Boah. Ich weiß nicht, glaubst du, das bringt was, dass ich mich da besser hochtraden kann? Will jetzt auch nicht zu viel verlangen. Aber du bekommst ich dafür ja auch eine ultra nice Dia-Chest. Ich hätte ein Dia-Schwert mit Knockback 1. Mit fast voller Durability oder halt so 3 Viertel voll. Boah, das wäre krass. Das würde ich dir tauschen. Das wäre heftig. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Boah, danke, dann machen wir das. Ja, eben, ist doch der Traum.
Boah, danke. Hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Kein Problem. Ciao. Ciao. Oh, Freunde, sehr, sehr nice. Das ist wirklich ultra gut. Also, wir haben jetzt schon mal überhaupt ein Dia-Schwert, was auf jeden Fall eine bessere Durability als die Chestplate hat. Und dazu noch Knockback 1, was ja eigentlich keiner haben möchte. Aber vielleicht finden wir irgendeinen Weg, das zu einem besseren Schwert zu traden. Ich trade mich von einem Cobblestone zu einem OP-Schwert. Wow, oh, ist das nicht cool? Weil es gibt hier ja keine Dracheneier. Und Weizensamen sind zu wertvoll. Das weißt du noch nicht, ich hab keine Dracheneier mit meinem Freund. Hast du... Oh nein, ich beschütze... Nein, nein. Ach nee. Also wenn wir dadurch jetzt all den Stuff verloren haben, den ich mir gerade ertradet habe, dann wäre das ganz bitter. Ich habe irgendwie das Gefühl, Veto wird mir das nicht zurückgeben. Nee, das ist Gustav. Ey, danke, dass ihr den Stuff nicht geklaut habt. Ja, ich wollte eigentlich... Kein Problem. Voll süß von euch. Ich brauche ein OP-Schwert. Ein absolutes okay, OP-Schwert. Hast du ein OP-Schwert? Ich habe gar kein Schwert. Hast du irgendwas? Er hat ja wirklich kein OP-Schwert. Eine gute Spitzhacke. Ervor? Achso. Ja. Was geht? Kannst du irgendwas traden? Ich habe ein Quadruple Compressed Cobble. Ist es besser als ein Knockback 1 Dia-Schwert? Boah, eigentlich schon, ja. Ervor, was sagst du? Ja. Ist besser? Ist das Beste im Spiel. Ist ein Quadruple-Dingens besser als ein Knockback 1 Dia-Schwert? Oh. Was, du musst sagen, was du lieber hättest, weil als nächstes trade ich mit dir. Oh, Quadruple ist heftig. Das ist das Krasseste im Spiel, halt ehrlich. Oh, ich habe aber auch noch Prismarine Charts 25, die sind selten. Das klingt fair. Dann kannst du mir den Quadruple-Ding geben? Ich weiß nicht mal, wie das heißt. Also, ich kann dir den Quadruple Compressed Cobblestone geben, ja. Gegen das Dierschwert? Dann hast du auch noch ein Achievement. Gegen das Dierschwert, ja. Ernsthaft? Ich fühle mich ganz schlecht. Ich auch. Okay, perfekt. Also, Hugo hat es halt jetzt. Hervor, können wir uns das Schwert kurz zurückholen? Ich helfe, das ist Servicegebührleistung. Hervor, du darfst mich nicht töten. Gib das Schwert zurück. Gib das Schwert zurück. Gib das Schwert zurück. Gib das Schwert zurück. Was, wenn nicht? Dann töte ich dich. Dann stirbst du. Okay, sorry, bitte. Oha, hat geklappt, hätte ich nicht gedacht. Wow, neue Achievement! Wow. Wow. Hervor? Oh, hallo, Gustav, wie geht's? Ich mache ein Projekt, weißt du? Okay, um was geht's? Ich glaube, du hast es noch nicht mitbekommen, aber ich möchte mich von einem Cobblestone hier unten zu einem absoluten OP-Schwert hochtraden. Und dafür brauche ich genau deine Hilfe. Ich weiß ganz genau, was ich dir geben kann. Ich würde dir nicht einen einfachen, nicht einen zweifachen und auch keinen dreifachen, sondern einen Quadruple Compressed Cobblestone geben. Gott. Viermal. Neunmal neun. Okay, ich weiß ganz genau, was ich dir geben kann, Comet. Millionen Cobblestone sind da reingeflossen und ich brauche eigentlich ein OP-Schwert. Okay, du musst einfach nur mitkommen. Kennst du den Millionen-YouTuber, Gomme HD? Trollolol? Gomme Mo? Der aus dem Song? Der aus dem Song, ja, tatsächlich. Den kenne ich. Okay, ich habe das perfekte Angebot für dich. Ich würde dir tatsächlich den offiziellen Gomme HD mit vollständiger Diamantrüstung schenken. Den offiziellen... Nein, das kann ich nicht annehmen. Die ganze Statue. Würdest du machen, wirklich? Ich würde es wirklich machen. Dann machen wir das. Dann ist das ein Deal. So. Oh mein Gott, aber bin ich jetzt schon im Gomme-Mode oder muss ich... Also, du bist im Gomme-Mode. Ich bin im Gomme-Mode? Ja, natürlich. Trollolol, oha. Ich fühl's. Stark, ich danke dir. Yo, was geht, Gustav? Ich mache aktuell ein Video, weißt du? Ich weiß, wir haben uns schon getradet. Ich brauche ein OP-Diamantschwert. Ein OP-Diamantschwert? Eins mit überkrassen Verzauberungen. Ich habe die krasseste Verzauberung bis jetzt nur, aber das ist momentan, glaube ich, noch extrem viel wert hier auf dem Server. Sharpness 5, das zählt als OP-Schwert. Das zählt. Wollen wir also, was kannst du mir bieten? Ich gebe dir, und jetzt pass auf, siehst du das hier? Nein. Und siehst du das hier, der Original-Armor-Stand und die originale Rüstung. Vom Gomme-HD.net. Factory New, perfekt. Puh. Okay, in das schönen Pattern. Würdest du das traden? Das würde ich traden. Würdest du mir sie auch aufbauen dann? Ich würde sie dir sogar aufbauen. Gut, ich hätte sie sehr gerne hierhin, in die Mitte. Genau hierhin. Hier ist schön. Hier ist schön? Okay, dann genau gerade. Dann machen wir das so. Lieferung ist inklusive. Hier. Und jetzt das Schwert. Dein Diamantschwert. Mein Gott. Danke. Kein Ding. Damit ist diese Challenge geschafft. Also fertig? Also Sharpness 5 zählt als OP-Schwert, oder? Weil es ist ja voll schwer zu bekommen. Dann möchtest du als edler Spender die abschließenden Worte sagen? Ey, lasst ein Like, ein Abo da bei Gustav. Gerne was Süßes kommentieren. Und auch die anderen Stone Attack-Videos von Gustav schauen.
Ressourcen in Stone Attack sind extrem schwer zu bekommen. Deswegen zähle ich das Sharpness 5 Schwert definitiv als OP und habe diese Challenge damit erfolgreich bestanden. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wirklich extrem über ein Like und ein Abo freuen. Und kommentiert auch gerne weitere Dinge, die ich in Stone Attack mal ausprobieren soll. Ich bin Gustav und ich wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag oder Abend.